Ja, Leute, ich mache mir jetzt gerade hier noch einen Espresso. Ja, ich möchte in diesem Video mal ganz kurz meine Meinung, also so eine Art Reaktionsvideo machen zum Video und generell zum Thema Goldpreis, Silberpreis und diese ganzen Edelmetall-Fans, wo es ja letztendlich eine riesige Community gibt in Deutschland. Ja. Und da hatte ich letztens ein Video aufgeschnappt, wo Perspektive Ausland, Perspektive Auswandern, das ist ein YouTube-Kanal, auf den bin ich gestoßen, vor ja 3-4 Wochen sowas, hat man dann auch unendlich viele Videos da reingezogen. Es ist ein sehr inhaltsdichter Kanal, also wird echt einiges Wichtiges auch besprochen dort. Weiß ich sehr zu schätzen, also schöne Grüße an den Steuerberatern dort und an den Vermögensexperten und so weiter. Aber generell ist es halt so, dass ich sagen muss, was das ganze Thema Steuern und so weiter betrifft, Steuern, da geht es hauptsächlich um Steuern, um Auswandern halt letztendlich, ja, Perspektive Ausland. Und generell muss ich halt sagen, und da wurde eben ein Video zum Thema Goldpreis gemacht, ne, weil es eben ein Hype-Thema ist und da macht man halt auch ein Video dazu und dann kriegt man wieder mehr Klicks und so weiter. Vermögensschutz ist ja das Thema und so weiter. Ähnlich auch wie Immobilien. Ich weiß, es sind alles Hype-Themen und große Themen in Deutschland, aber eines, was ich immer wieder aus eigener Erfahrung, also sozusagen in meinem Bekanntenkreis, meine Schwester und so weiter, ne, also da gibt's ja auch mal wieder mal Geschichten, die ich jetzt hier nicht näher ausführen will, aber zum Beispiel eine meiner Schwestern, ja, die hat mal Immobilie gekauft, investiert und so weiter. Dann hat da irgendwie sich einen Rechtsanwalt eingemietet und sie dachte, okay, wow, wenn ich einen Anwalt habe, na, kann ja nichts passieren, ja, dann ist alles super. Ne? Und dann hat der Mieter irgendwie eine Katze gehabt, war irgendwie einsam, hat sich eine Katze angeschafft, nagelneue Wohnung, alles zerkratzt. Dann hat sie da wieder Ärger gehabt und so weiter, ja. Dann hat sie irgendwie ein Kind bekommen, musste sich irgendwie vergrößern. Das war in Augsburg dann die Wohnung. Da wurden dann gerade Kasernen geschlossen, also Wohnungspreise gingen dann in den Keller über 2 Jahre. Sie hatte keine andere Wahl. Sie musste sich vergrößern, musste verkaufen, zwangsverkaufen, hat mit Verlust weiterverkauft und so weiter. Das heißt, wenn du in die Bredouille kommst und das ist eben das, wo man, ich denke, wir leben in einer Zeit aktuell, wo man sogenannte schwarze Schwäne unmöglich vorhersehen kann. Das heißt, übermorgen kann die nächste Pandemie sein. Ja, in 2 Wochen, also morgen früh kann die nächste Nachricht sein, hier ist wieder irgendwas passiert, irgendein schwarzer Schwan oder sonst was. Ja, und dann brauchst du Cash. Und du kannst halt einfach Immobilien als auch Edelmetalle nur sehr schwierig ohne Verlust oder ohne Reibung zumindest, ja, wieder zu Cash machen. Also Edelmetalle vielleicht ein bisschen schneller, aber du möchtest es ja eigentlich gar nicht. Ja, du nimmst es ja als Sicherheit. Das heißt, alles, was du halt an Liquidität rausziehst, an so, und dann so feste Assets draus machst, das ist ja eigentlich dein Ziel, dass du sozusagen nicht in diesem Cash drin bist, um der Inflation sozusagen entgegenzuwirken. Auf der anderen Seite hast du natürlich auch einen Liquiditätsverlust dadurch. Und dieser Liquiditätsverlust, der kommt halt immer dann zum Tragen, auf negative Art und Weise, wenn du halt irgendwelche Vorkommnisse hast, die du so nicht geplant hast. Dass zum Beispiel, wie bei meiner Schwester eben, na, dass sie eben ein Kind bekommen hat, musste sich halt dann relativ schnell vergrößern, eine größere Wohnung kaufen und da waren wieder 10.000 andere Umstände und so weiter. Sie brauchte einfach schnell Geld, musste also ihre eine Wohnung, wo sie investiert hatte, wieder verkaufen und so weiter. Wir reden hier ja auch von ganz normalen bürgerlichen Verhältnissen. Also niemand bei mir in der Familie ist irgendwie super reich oder sowas. Das heißt, man kann jetzt nicht einfach hier rumschonklieren und hat nicht irgendwelche 10.000 Puffer. Und häufig werden ja auch letztendlich da draußen Videos von Leuten gemacht, da YouTube-Kanäle von Leuten, die sind schon sehr reich und dann letztendlich wieder für diese Videos wieder sozusagen die Audience ist letztendlich auch wiederum Leute, die auch wieder reich sind, also reiche Videos von reichen Leuten für Reiche, ne? Und das ist alles schön und gut und das hat nichts mit Neid zu tun. Es geht einfach nur darum, dass letztendlich dann häufig die falschen Leute die richtigen Videos anschauen oder die falschen Leute die falschen Videos oder die richtigen Leute die falschen Videos. Ja, also so eine Art 4x-Matrix und nicht immer die richtigen Leute die richtigen Videos anschauen, weil einfach das Targeting in YouTube zwar schon recht gut ist, aber ich kriege auch immer wieder Videos vorgeschlagen oder besonders auch Werbung, die hat mit Targeting überhaupt null zu tun. Also das passt auf mich null. Ja.
Es wird zwar immer besser, aber immerhin. Und dann schauen sich halt die Leute das an und dann machen sie halt irgendwie Entscheidungen und so weiter. Und ich habe bis vor kurzem auch noch immer welche Aktienkanäle angeschaut letztes Jahr und so weiter und die sind alle in die Hose gegangen, ja. Also die ganzen Entscheidungen, die ich für mich selber mehr oder weniger irgendwie rausgefunden habe oder so, die sind mehr oder weniger alle okay gelaufen. Und die Entscheidungen, die halt irgendwie so ein Florian Hobb oder irgendwas, da das ist so, also da absolute Wahnsinn. Da habe ich auch lange Zeit verfolgt, einen YouTube-Kanal. Da habe ich mir mal diesen Leserbrief gekauft und da habe ich immer noch irgendwie so einen komischen, aus diesem Leserbrief, den ich längst ab und wieder gekündigt hatte, einen Monat später schon vor einem Jahr, immer wieder die gleiche Agentur, die diesen Leserbrief versendet hat über Active Campaign, weil ich kenne mich ja aus mit Marketing, ich immer wieder deabonniere und dann bekomme ich aber eine Woche oder zwei Wochen später trotzdem immer wieder E-Mails, also der, die mich immer wieder aktiv zu ihrer Liste hinzufügen, obwohl ich es gar nicht abonniert habe, ja. Und dann schaue ich mal, okay, wo sind die vom Impressum her? Ich glaube, irgendwo aus Zypern, ne? Okay. Also höchst ominös teilweise. Also nochmal kurz so ein kurzer Ausschweifer. Naja, okay, Leute, das soll es gewesen sein. Ich wollte eigentlich nur ein kurzes Video machen und seid einfach vorsichtig, weil du willst ja eines vermeiden, ne? Dass du letztendlich, oder andersrum gesagt, sowas wie hier ein bisschen Gold kaufen, da ein bisschen in die Immobilien investieren und sowas, das solltest du halt wirklich nur mit Geld machen, das du auf die nächsten 20, 30 oder am besten für den Rest deines Lebens eigentlich gar nicht benötigst. Und da stellt sich halt wieder die Frage für Leute, das sind halt immer die große Masse, die halt letztendlich nur begrenzte Mittel haben, auf welchem Zeitraum hast du es nicht nötig? Und das ist eben so unvorhersehbar und das Ganze macht es eben, diese Entscheidungen eben so schwierig. Ja? Und weil man sieht es ja auch immer bei diesen ganzen Online-Edelmetall-Plattformen, wo man Händlern und so weiter, wo man kaufen kann. Da gibt es ja auch einige, die auf YouTube sehr stark vertreten sind und sogar YouTube-Werbung machen, die dann nochmal irgendwie einen Aufschlag haben von 10-20% im Vergleich zu den Edelmetallhändlern, die eben keine Werbung machen, weil du halt dann sozusagen als Edelmetallkäufer, ja, als braver Bürger, deren Werbung auch noch mitbezahlen musst. Ja, also das finde ich so eine Frechheit. Ein Edelmetallhändler sollte per se keine YouTube-Werbung machen. Ja, weil du ja als sozusagen Edelmetallkäufer, du willst ja dein Vermögen schützen, musst du dem seine YouTube-Werbung noch mitbezahlen. Also es reicht doch vollkommen, wenn ich hier Suchmaschinenoptimierung betreibe, ja, und mich bei Google My Business eintrage und all diese kostenlosen Geschichten, die ich machen kann. Ja, und dann soll eben der Google-Algorithmus entscheiden und diejenigen, die auf die Suche gehen. Und dann muss ich eben diese ganzen, also in diesem einen speziellen Fall muss ich halt dann nicht noch Aufschläge machen, damit ich meine ganzen Marketingkosten gedeckt sind. Also das ist speziell, ganz speziell, also ich bin ja Marketer, ja, aber ganz speziell für diesen Edelmetallhandel, Nische, wo sowieso die Aufschläge relativ groß sind. Man sieht es ja immer bei Aura Gentum und so weiter, wo ich auch früher öfter mal besucht habe, um mir mal was anzuschauen. Ich hatte eigentlich nie Geld, mir sowas zu kaufen. Und da steht dann auch immer dort, unsere neuesten Angebote, nur 10% über dem aktuellen Silberpreis. Dann sage ich, nur 10%? Okay, also finde ich eigentlich eine ganze Menge. Ja. Und eine Sache möchte ich noch kurz rein. Ich glaube, es war kurz nach der Pandemie, so 2021 oder irgend sowas. Da wurde der Silberpreis, ich könnte ja mal selber anschauen, ne, der Silberpreis wieder so runtergegangen ist. Also war wirklich für über Tage hinweg wirklich absolut im Keller. Ich glaube, irgendwie auf 10 Euro oder sogar im Minus oder irgendwas, ja. Also da ging ja die Börse, ist dann irgendwie der Silberpreisbörse ist also so komplett in den Keller runtergegangen bei dieser Pandemie, weil alles geschlossen war und der ganze Rohstoffbedarf und die ganzen Produktionen und alles still und Silberpreis, also Silber per se ist ja ein sehr stark in der Industrie verwendetes Metall. Und dann habe ich die ganzen Kanäle und so weiter gesehen und dann die ganzen Kommentare. Wo kann ich denn jetzt Silber kaufen? Also als dann der Preis so war letztendlich der ganze Handel war letztendlich dann ausgesetzt. Das heißt, obwohl der Silberpreis irgendwie im Keller war, also bei irgendwie 10 Euro, hast du als Endkonsument, als Endverbraucher, ja, hättest du in jeden Händler, in jeden Edelmetallhändler reingehen können, egal wo, und du hättest zu dem Preis nirgendwo das bekommen. Also es war einfach de facto nicht im Angebot, ja, weil die Händler natürlich wussten, das ist nur temporär. Warum sollte ich jetzt hier zu diesen Kellerpreisen hier irgendwas verkaufen?
Und dann teilweise war die Ware auch gar nicht erhältlich. Und das heißt, du kannst machen und strampeln, was du willst, ja. Du wirst am Ende des Tages nie das Spiel der Großen irgendwie mitspielen können, ja, und so weiter. Und das, ich sage das deswegen nicht aus Neid, nein, überhaupt nicht, mir ist es scheißegal. Es geht nur darum, die Fakten auf den Tisch zu legen, ja. Und deswegen, du als Endkonsument musst du immer sehr gut überlegen. Alles, was du so in diesen ganzen, ob du jetzt eine Rolex kaufst, ja, oder irgendwelche Uhren oder Oldtimer oder was weiß ich, oder irgendwie ein Moped aus dem Zweiten Weltkrieg und da halt sozusagen dein Faible für hast oder irgendwelche Spielzeugfiguren. Es gibt ja zigtausend Sachen, wo du quasi wertsteigernde Sachen, Gegenstände kaufen kannst, die halt in irgendeinem Nischenmarkt und so weiter halt mehr wert werden. Das ist alles super, wenn es dein Hobby ist und so weiter. Kannst auch gerne versuchen, zum Beruf zu machen, whatever, ja, wenn es deine Erfüllung ist. Nur musst du halt immer bewusst sein, wenn du das diese Vermögenssicherungskomponente geht halt auch mit einher, dass du letztendlich Liquidität abziehst aus deinem finanziellen Rahmen. Und wenn dann mal so eine Art schwarzer Schwan kommt, wo du plötzlich irgendwie einen Komplettausfall hast, wo du plötzlich irgendwas hast mit Immobilie oder, und du dann nicht genug Liquidität hast, dann kann unter Umständen passieren, dass du mit hohen Verlusten irgendwelchen Kack irgendwie von deinen Sachen dich trennen musst. Und das ist ja schon so in jeder Finanzkrise und so weiter, 2008 und überall, ist es ja regelmäßig eben auch so passiert, ja. Und du hast ja teilweise auch diesen ganzen Edelmetallhändlern zum Beispiel, hast du ja auch immer wieder diese Angebote. Hier Gebrauchtware, ja, zum Sonderpreis. Ja, das da haben halt Leute einfach das Zeug abgestoßen, weil sie es so notwendig hatten. Die haben das ja nicht quasi wahrscheinlich mit Verlust oder was weiß ich halt verkauft. Ne? Und einfach weg. Ja, weil Liquidität. Ja, also das Thema Liquidität ist super wichtig. Teilweise wichtiger als wie jetzt halt immer super hier Inflation ausgeglichen und so weiter. Weil du halt unter Umständen dann nicht flüssig bist, wenn es wirklich drauf ankommt. Es gibt jetzt so einen Spruch, es gibt auch so ein cooles Buch, ich habe jetzt den Namen nicht, Psychology of the Money oder so ähnlich, das ist so ein englisches Buch, da sagt zum Beispiel auch, hab immer so viel Cash, dass es dir quasi etwas zu viel ist, gefühlt. Na, also dann, naja, ich fand den Spruch ganz gut übersetzt jetzt. Ja. Also gut, zum nächsten Mal dann. Wir sehen uns. Wollte ich einfach hier nochmal mein Bestes zu diesem ganzen. Oh, jetzt geht der Goldpreis gerade wieder hoch. Oh, jetzt und kaufen und so. Das hat man doch schon mal 2011 oder wann das war, ne? Wo mich so eine alte Oma angerempelt hat, na, weil sie unbedingt noch vor 12 den günstigeren Goldpreis kaufen wollte. Ich weiß noch, in München, es war da Marienplatz, München Marienplatz war das, das war irrwitzig, ja. Und dann irgendwie nur wenige Wochen später ist der Goldpreis abgerauscht und dann hat er irgendwie 10 Jahre gebraucht, bis er wieder an dem Level war, also bis vor 2 Jahren oder sowas. Also wenn du da durchgehalten hast, dann hast du jetzt wieder den Pari-Wert raus oder halt, was weiß ich, ja. Also, wie gesagt, ist mehr so eine Liebhabergeschichte, in Deutschland ein unfassbar heikles Thema und in jedem Land, glaube ich, auch so kulturell behaftet. Ne? Also in Indien zum Beispiel, da hast du halt einfach Gold aufgrund als Mitgift, wenn du heiratest, und wenn du das nicht hast, dann kannst du nicht heiraten und was weiß ich. Also das ist nochmal so. Ich finde halt auch letztendlich das ganze Thema auch nie wirklich transparent genug durchleuchtet. Aber das wird jetzt zu weit führen für dieses Video. Nur ganz kurzer Hinweis noch, überleg mal, wie denn das Gold gewonnen wird und gewonnen wurde die letzten Jahrzehnte, Jahrhunderte vielleicht sogar. Ja, wer da alles dran glauben musste und wie viel Tod und Mordschlag da es gab, nur über dieses Gold. Ja, und wie viele Völker da vertrieben wurden und so weiter und getötet und was weiß ich, ja, diese ganzen Urvölker und so weiter, und darüber redet ja kein einziger Edelmetallhändler, ist ja auch klar, ne? Und auch kein Guru und kein Finanzguru und auch kein Dirk Müller und wie sie alle heißen, ne? Okay, bis zum nächsten Mal, dein Thomas Klein, ciao.